Viele Leute bauen eine enge Beziehung zu ihrem Haustier auf und behandeln es fast wie einen Menschen. Doch oft beruht dieses Vertrauen auf Gegenseitigkeit und das Tier hat seinen Besitzer zum Fressen gern. Als Vorsitzende der Bornholmer Vogelwarte kann man nicht immer nur gemütliche Aufgaben haben. Um ein Haar hätte Rüd. Bei der Besichtigung mittelalterlicher Irrenanstalten holt sich Familie Kuhn wertvolle Anregungen für den bevorstehenden Häuslebau. Aus dem Wunschtraum, wer so etwas mit einem Hund schaffe, könne auch jeden Kerl um den Finger wickeln, wird Isabelle in wenigen Stunden polternd erwacht. Du hattest recht, Onkel Otto. Wenn sie unterm Tisch bleibt, dann futtert sie nicht so viel. Das machen wir morgen wieder so. Ja. Frauen sind es gewöhnt, entwürdigende Folterlatschen an den Füßen völlig normal zu finden. Nun stell dich also mal nicht so an, Baldurchen. Jahrelang versuchten die Insassen eines Großraumbüros in Celle, Frau Mühl mit der Lüge aufzumuntern, Vögel mögen dich aber bestimmt. Bei diesem Zoobesuch kam alles raus. Alles. Das erinnert mich an die Paartherapie von Onkel Sepp und Tante Anneliese. Immer wieder hat Boxtrainer Lansemann der Lachmöwe auf seinem Grundstück gedroht. Ich lass dich ausstopfen. Irgendwann nahm sie es nicht mehr ernst. Duffy von gegenüber ist ja unbedingt voll niedlich, aber Schaukeln macht ohne ihn mehr Spaß. Bei uns sind eigentlich alle sehr begabt. Nicht? Mein Mann ist bestimmt sehr begabt, der kann eigentlich alles. Nicht? Unser Benno spielt in einer Schulaufführung. Es geht um Krankheiten. Er spielt einen faulen Zahn. Die Luzi ist ganz flott mit der Spraydose aus der Hüfte. Nicht? Und nun will ich auch mal zu unseren Haustieren kommen. Nicht? So was von begabt. Irre, was Fußkäse für eine Power hat. Alte Damen ersinnen viel perfidere Mutproben als kleine Jungs. Bobo hat 7 von seinen 9 Leben im Knast zugebracht. Aber jetzt ist Schluss. Benno braucht eine Weile, bis er sich traut. Aber stimmt ja. Die Glasscheibe wird ihn schon beschützen. Ich muss ja leider zugeben, dass ich von American Football keine Ahnung habe. Bisher habe ich immer gedacht, dass es gut ist, wenn ein Tor fällt. Davon träumt Charlie Brown seit 50 Jahren. Na, davon nicht. Und die Kleinen sehen schon wieder aus, als könnten sie nichts dafür. Wie machen die das bloß? Und wieder ein Schlag fürs Konto der Ortskrankenkasse. Seit dieser Film im Internet steht, hat Bonzo seine Reputation als Türsteher unrettbar verjuckst. Der
Golfplatz sieht schon irgendwie räudig aus. Das ist ein schlechtes Zeichen. Und hier hat jemand Sportsgeist, ganz viel Zorn und gute Gelenke. Ein kleiner Salto und schon sieht er aus, als wäre ein Elefant über ihn rüber getrampelt. James Bond hätte sowas nicht hingekriegt. Nicht mal im Director's Cut. Rubens Zurückhaltung stand einer großen Sportlerkarriere stets im Wege. Und weiter wächst die Hoffnung, dass bald der Frühling kommt und Robert wieder aufs Fahrrad umsteigen kann. Wie heißt es so schön in Anatevka? As shaky as a fiddler on the roof. Kommt dieses elfengleiche Geschöpf nur solch einen Bums zustande? Tja, das geheime Wissen der Frauen. Das ist jetzt wie in einem Dracula-Film, wo am Anfang der Kutscher immer sagt: Ab hier musst du allein weiter. Dieser Mensch hat echte Stehaufmännchen-Qualitäten. Jetzt müssen Sie raten, welcher der beiden Spieler mogelt. Sommer, Sonne, Strand und Meer, das sind die Zutaten für einen perfekten Urlaub. Doch auch wenn man denkt, dass nichts schiefgehen kann, lauert immer irgendwo eine Panne. Turbomotoriker Grölle hat von seinem Therapeuten den Tipp bekommen, nicht wegen jedem Scheiß gleich anzuhalten. Außenmoderator Schlotterhose ist sehr unzufrieden mit den Eingeborenen der Insel Rügen. Lassen Sie es doch stets an der nötigen Andacht fehlen, wenn er versucht, seinem Mutterfunkhaus die korrekte Windvorhersage durchzugeben. Eine nicht näher bezeichnete Legende zieht sich von der Bühne zurück. In der Werbeagentur Jung, Unrasiert und Partner wird heute die Grauzone zwischen Old Economy und New Economy ausgelotet. Nichts für ungut, aber Vaterfreuden sehen anders aus. Gaststar Vin Diesel eröffnet nun die kurze Collage zum Thema innere Werte. Bei diesem Herrn muss man keck durch die Lücke lugen. Magenta aus Bochum widmet diese Arabeske ihrem verstorbenen Lieblingsfisch. Beim Start etwas zaghaft gibt es beim Endspurt doch keinen zupackenderen als Herrn Teggemann. Diesem Vorstadtproleten sieht man deutlich an, dass er sich von weiblicher Seite beobachtet fühlt. Ich finde, das eine oder andere Schneebild gehört in jede sommerliche Sendung. Die langjährige Meisterin im Schnellsüffeln der Damen will sich den Siegertitel von allerlei nachrückenden Hühnern nicht einfach entreißen lassen.